Herzlich willkommen bei Energy Real Talk. Wir haben ja gestern, war Montag, unseren Real Talk gedroppt. Das heißt, wir werden heute ein bisschen die Zeit nehmen, auf Gesundheit, auf das Thema Gesundheit eingehen und vor allem werden wir auf ein Thema speziell drauf eingehen, und zwar die Leberentgiftung oder besser gesagt das Organ, die Leber. Sandra, wir haben ja jetzt schon eine Leberentgiftung gemeinsam durchgemacht. Davon haben wir jetzt auch schon oft genug gesprochen. Wir haben durchs Heilfasten auch die Leber entreinigen können und sind eigentlich immer im Leberreinigungsprozess. Also, wenn du anfängst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu gucken, was du machen kannst, um deiner Leber ständigen Beitrag zu sein, weil deine Leber ist ein sehr, sehr, sehr überlebenswichtiges Organ. Sagt schon der Name, Leber kommt von Leben. Ne? Also sie beschützt dein Leben, sie safet dich ab vor allen möglichen Sachen, die von außen kommen, die von außen eindringen wollen in deinen Körper, in deine Organe, in deine Zellen. Dafür ist die Leber verantwortlich, das fernzuhalten von dir und von den Prozessen fernzuhalten. Und wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, wie das gehen kann, dass du außerhalb von einer gezielten Leberentgiftung trotzdem deine Leber immer noch unterstützt, auch im Alltag immer unterstützt, dann wirst du merken, wie du immer mal wieder auch in einen Entgiftungsprozess auch eintrittst und bestimmte Sachen dein Körper quasi ausleitet. Ne? Kannst du bei mir gerade ganz gut sehen hier? Ich habe eine Stelle mit Absicht nicht abgedeckt. Das, was hier unten passiert und im oberen Bereich, ne, das ist alles Niere und Leber, was hier entgiftet. Ne? Also hier fliegt richtig viel raus. Und ich hatte bei unserer Leberentgiftung, die wir gemeinsam gemacht hatten, also bei mir ging es um Schwermetalle. Und die Schwermetalle sitzen in der Mitte von der Leber, so ziemlich zentriert. Ne? Und wenn die freigegeben werden, dann musst du so, so viel trinken und noch Bentonizeon zusätzlich nehmen, damit du das bindest und ausleiten kannst aus deinem Körper. Und das hat immer noch mal auch eine spätere Wirkung. Ne? Also wir haben heute Morgen ganz kurz gesprochen. Jemand anders hätte wahrscheinlich gesagt, oh, ich habe Pickel, ich muss zum Hautarzt, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ne? Ich brauche noch eine Creme. Und ich brauche noch eine Salbe, die das dann wieder irgendwie unterdrückt. Ne? Ist dann meistens Cortison, was dir verschrieben wird, weil irgendwas anderes von außen gar nicht hilft. Es kann auch nichts helfen. Cortison unterdrückt einfach nur das, was dann eben sich äußerlich zeigt. Ne? Es muss raus. Das ist das, was passieren muss. Es muss raus und irgendwo sucht es sich einen Ausgang. Und es ist oft die Haut, weil die Haut ist eines unserer größten Entgiftungsorgane. Welche drei Lebensmittel würdest du als besonders leberentgiftend oder die so eine Wirkung auf die Leber haben, dass sie entgiften? Also unbedingt ist Apfel eine Frucht, die dem beiträgt. Ne? Also du hast es bestimmt auch schon mal gehört. Es gibt diesen wunderschönen Spruch: One apple a day keep the doctor away. Ne? Das hat seinen Sinn, warum Richtig. das irgendwann mal jemand gesagt hat. Also Pektin spielt eine große Rolle im Bereich der Leberentgiftung, im Bereich der Stoffwechselprozesse, die in der Leber stattfinden. Zitrone ist ganz krass. Zitronenwasser, ne? Also Zitronenwasser wirkt unwahrscheinlich entgiftend, besonders wenn du es in einem Zustand machst, wo du morgens nüchtern bist und eben auch gleich auf eine Temperatur bringst, was dein Körper gut verarbeiten kann, gleich in einem lauwarmen Bereich gehst damit. Ne? Sellerie, Staudensellerie. Ne? Trinken oder kauen? Du kannst es kauen, ne? Aber auch trinken. Also Selleriesaft aus Staudensellerie hat eine absolut krasse Wirkung. Das ist das, was wir machen werden in Leberentgiftung 2.0. Ne, wenn wir einfach noch einen drauflegen, wenn wir einfach sagen, wir machen jetzt noch mal ein bisschen eine Variante, die die zweite ist nach dem Einstieg. Ne? Genau. Wir wollen ja sozusagen jedes Quartal wollen wir sozusagen eine Leberentgiftung machen. Also mein Ziel ist es, für dieses Jahr mindestens 3 bis 4 Leberentgiftungen zu machen. Und warum tue ich das? Weil ich einfach bei der ersten Leberentgiftung gemerkt habe, dass da so viel passiert ist, ne? Wo ich schon gedacht habe, okay, ich bin schon fortgeschritten, was Entgiftungsprozesse angeht. Und habe halt auch schon, wie gesagt, mit dir das Heilfasten durchgemacht und habe da ganz krasse Prozesse mit der Leber spüren dürfen. Aber man merkt ja jede Leberentgiftung immer anders. Also man sozusagen, eine Leberentgiftung baut sozusagen ein Block ab, wie ich es richtig verstanden habe. Und in der nächsten Leberentgiftung kann es schon wieder was ganz anderes sein. Genau. Es ist jedes Mal anders. Es gibt keinen, du kannst nicht sagen, es wird immer so sein. Dein Körper wird immer so reagieren. Das ist nicht so. Ne? Also,
So einzigartig wie deine DNA ist, so einzigartig ist jeder Prozess, den du mit deinem Stoffwechsel quasi unternimmst. Und du musst überlegen, Aaron ist schon eine Person, der schon sehr clean unterwegs gewesen ist, über Monate schon, ne? Und für mich gilt das Gleiche, ne? Ich bin im Heilfasten unterwegs, ich habe mich über Monate schon gut ernährt, ne? Und habe darauf geachtet, was in mich reinkommt und was auf mich draufkommt. Von außen ist auch wichtig, was ihr für Kosmetika, unbedingt wichtig, darüber nachzudenken, ne? Und was ihr auch mit Haarfärbemitteln oder mit Dauerwellen oder was weiß ich nicht für Sachen macht, ne? Und deswegen ist das total krass, was der Körper unterschiedlich abbaut, und er weiß ganz genau, wo das Krasseste ist, was raus muss. Und wenn du siehst, was wir beide schon jetzt die ganze Zeit immer wieder abbauen und rauswerfen, schau mal, wenn du ein Mensch bist, der damit sich noch gar nicht beschäftigt hat und seinen Stoffwechsel wirklich über Jahre aufs Gröblichste misshandelt hat. Und da liegt kein Vorwurf drin, da will ich jetzt nicht dastehen mit dem erhobenen Zeigefinger und will sagen, du Böser, hast das. Nee, ist ja dein Körper, du kannst ja machen, was du willst. Nur wenn du jetzt das Bewusstsein entwickelst, in diesen Bereich reinzugehen, ne, dann wirst du wahrscheinlich jemand sein, der am Anfang schon das eine oder andere Stoffwechselreaktionchen wahrscheinlich hat, ne, und damit zu rechnen hat. Und das sind niemals, ganz wichtig, möchte ich das betonen, Nebenwirkungen. Das sind immer Stoffwechselreaktionen. Ja. Und die sind gewünscht und die müssen stattfinden, damit die ganzen Prozesse in Gang kommen. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, oh, mir geht's jetzt schlecht, ich vertrage das nicht. Ich muss schmunzeln, wenn mir jemand sowas sagt, weil das ist einfach eine Reaktion deines Stoffwechsels. Genau, richtig. Wie unterschätzt ist das? Also du hast gerade was sehr Schönes gesagt, ich zeige nicht mit dem Finger auf euch. Das Ding ist, ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie unbewusst wir uns schaden. Ja? Mhm. Und das ist halt eine Sache. Ja, es ist unser Körper, aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, weil ich höre immer wieder, ich ernähre mich gut, ich ernähre mich gesund, und du hast halt ein verzerrtes Bild, weil du Menschen hast, die sehr gesund aussehen. Deshalb gehe ich immer wieder auf diese Fitness-Influencer, die sehr gesund aussehen, aber tatsächlich nicht gesund leben, weil die immer nur phasenweise, und dann haben sie wieder ihre Cheat Meals. Jede Woche, also ich meine, jede Woche, das ist ja so, ein Cheat Meal ist einmal die Woche meistens, und ein normaler Mensch, sag ich mal, schweift dann immer auf zwei ab, ne? Und dann jeden Tag nach dem Training Gummibärchen, diese ganzen Sachen. Also das sind schon, wo ich sage, die Unbewusstheiten, wo ich sage, okay, gut, der denkt, er ist fit und vielleicht sogar gut aussieht, denkt gerade, er tut sich was Gutes, indem er 5 Tage die Woche sauber isst. Was passiert tatsächlich in diesen 2 Tagen, wo du Fastfood isst, wo du, sag ich mal, einmal die Woche Alkohol trinkst? Das sind so Kleinigkeiten, wo wir denken, wir leben gesund, aber tatsächlich ist die Leber die ganze Zeit am Abblocken, und sorgt dafür, dass du lebst. Ja. Und diese Aussage, einmal schadet nichts, das ist einfach eine totale Falschaussage. Das ist einfach eine Ausrede, die du dir suchst, um dieser Sucht noch nachzugehen, die immer noch in dir drin wohnt. Ne? Oder dieses, ich gönne mir jetzt mal was. Ja, was gönnst du dir denn? Du gönnst dir Krankheit, nichts anderes sonst. Und ich habe oft Diskussionen mit Menschen, die sagen, oh, kann ich denn jetzt gar nicht? Das ist doch für mich alles Genuss. Ich will doch auch mal etwas genießen, ein Glas Sekt oder ein Glas Bier. Das ist kein Genuss. Das ist uns anerzogen worden, dass wir unsere Freizeit mit solchen Sachen verbringen, ne, damit wir einfach den Weitblick für alles Mögliche verlieren. Ne? Und wen schmeckt Alkohol wirklich? Also sag mal ganz, ganz ehrlich, ne? Ich habe auch getrunken, ne? Und man hatte auch seine Lieblingsgetränke, was weiß ich, Hennessy, Ciroc, was weiß ich, was man alles damals so, wenn man mal was getrunken hat. Und ich bin kein großer Trinker gewesen, ne? Aber Alkohol so hat nie geschmeckt. Du musstest halt Zuckergetränke dazu tun, damit es an... Und dann schmeckt es trotzdem. Du trinkst eine Cola Whisky. Eine Cola schmeckt einfach viel besser als eine Cola Whisky. Verstehst du zusammen? Das heißt, im Grunde genommen ist es kein Genuss mit. Es schmeckt einfach scheiße. Es betäubt dich. Es macht dich künstlich glücklich. Und vor allem ab diesem Zeitpunkt, wo du trinkst, ist es ein Nervengift. Dein Körper versucht es abzubauen. Ne? Mhm. Es ist im Grunde genommen dieselbe Reaktion, wie wenn du draußen in der Wildnis rumläufst und den falschen Pilz isst und dann auf einmal Hallo schiebst. Es ist eine Vergiftung des Körpers. Mhm. Wobei diese Vergiftung wahrscheinlich tausendmal, nicht nur wahrscheinlich, sondern tausendmal besser ist als Alkoholvergiftung. Aber dein Körper versucht dann krampfhaft sozusagen diese Entgiftung zu entsorgen. Und worüber geht es meistens? Über die Leber. Über die Leber.
Über die Leber, und das ist das, wo sie wirklich richtig, richtig, richtig zu tun hat, ne? Also, wenn du sagst, es ist nicht schlimm, wenn ich mal einen halben Tag mit einem Kater im Bett liege, ne? Das ist schon schlimm, weil das deinen Körper ganz, ganz massiv belastet. Und mit allen Mitteln und Möglichkeiten versucht dein Körper, das abzuwehren, weil das ist wirklich, Alkohol ist ein Nervengift. Ne? Das legt dein ganzes Nervensystem lahm. Und das merkst du zum Beispiel auch an Reaktionsfähigkeit, ne? Also, wenn du einen bestimmten Pegel erreicht hast, dann hast du keine Reaktionsfähigkeit mehr. Die Ne? meisten Verkehrsunfälle passieren ja durch solche Sachen halt, ne? Durch Alkohol, durch Müdigkeit. Und dann kommen wir zurück zur Müdigkeit. Viele Menschen sind müde. Und wie gesagt, die meisten, ich glaube, es ist nicht mal Alkohol, sondern die meisten Verkehrsunfälle passieren durch Müdigkeit. Wo führt die Müdigkeit zurück? Also wo kommt diese Müdigkeit her bei den Menschen? Wir haben halt, viele Menschen sind, ich sehe das und mir schreiben mir auch viele, die sagen, ey, guck mal, ich gehe um 22 Uhr schlafen und stehe um 7 Uhr auf, wo ich mir denke, Alter, krass, das ist 9 Stunden, das ist echt Luxus, ne? Wenn ich um 22 Uhr schlafen gehe, stehe ich um 4 Uhr auf oder 5 Uhr. Das ist für mich perfekt. Woher kommt das? Dass man um mittags natürlich auch diese ganzen Nudelkoma, was die Leute mitmachen, ne? Aber woher kommt diese ständige Müdigkeit? Also es gibt tatsächlich zwei Sachen, die aber wieder miteinander interagieren. Und das ist einmal, da kommt es drauf an, ne? Wann isst du deine letzte Mahlzeit? Wie hat dein Körper noch die Möglichkeit zu verdauen? Wenn du sehr spät isst, kann dein Körper keinen Verdauungsprozess mehr machen, weil alle Organe, die dafür verantwortlich sind, ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach Feierabend machen, ne? Und es liegt dann bei dir im Magen die ganze Nacht. Du kannst nicht schlafen. Du wirst dich die halbe Nacht in deinem Bett herumwälzen und wirst nicht einschlafen können. Na, und das wird sich am Tag wieder bemerkbar machen, weil du dann Tagesmüdigkeit hast, weil deine Leber Schmerzen hat. Und der Schmerz der Leber ist nicht an der Leber spürbar, sondern der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Wenn du hier Schmerzen hast unter dem rechten Rippenbogen, dann ist es die Galle. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist die Galle, die auch Probleme hat, weil die Leber ist verantwortlich für die Produktion des Gallensaftes. Der ist wiederum verantwortlich für die Verstoffwechslung der Nahrung. Und wenn da irgendwas nicht richtig ist, dann wirst du die Galle merken. Dann wirst du Probleme mit der Galle bekommen. Und je öfter du solche Späße machst, desto stressiger geht es da drin zu. Und du entwickelst auch Gallensteine zum Beispiel. Und die können dann mitunter eben auch deine Gallengänge verstopfen. Wunderbares Gefühl, wenn du eine Gallenkolik hast. Also, ne? Das ist sehr, sehr spannend. Da denkst du, du stirbst. Ja, ne? Krass. Ja, und so weit muss es ja nicht kommen. Ne? Nö. Was kann man jetzt sozusagen als aktiver Zuschauer, der wirklich jetzt gerade sagt, ey, ich möchte was ändern, was können die jetzt tun? Weil ich glaube, viele wissen es nicht. Wir haben eine Leberentgiftung ins Leben gerufen, die dich nur 50 Euro kostet. Also es ist wirklich, ich habe manchmal, wir haben gestern in der WhatsApp-Gruppe jemand gehabt, der hat rumgestänkert, wir haben 700 Mitglieder in der Gruppe und hat jemand rumgeheult wegen 50 Euro, dass er den Ernährungsplan, und da haben so viele Leute geschrieben und gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe Coachings gemacht, die kosten 500 Euro im Monat, 300 Euro im Monat, 400 Euro im Monat. Uns geht es wirklich um Gesundheit am Ende des Tages. So. Und die 50 Euro, die man da bezahlt, die werden für diese Sachen sozusagen investiert. Also was hat man für 50 Euro? Ne? Wenn wir 10 Leute haben, haben wir 500 Euro. Wir haben aber eine krasse Vorbereitung. Wir haben Ernährungspläne, die geschrieben werden. Die müssen bezahlt werden. Wir haben Personal sozusagen drumherum. Wir haben deine Schwester, die das Ganze vorbereitet, viele Stunden reinsteckt. Und das ist, was die Leute da nicht sehen. Die verstehen gar nicht, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, gerade auf dem Markt. Also es gibt nichts auf dem Markt, was so daran kommt wie unsere Leberentgiftung. Wenn wir den Erfolg auch sehen, wenn ich manchmal die Nachrichten sehe, ich kriege dann wirklich mal so ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich weiß, dass ich wieder Menschen geholfen habe. So, Ja. ne? Wir haben ja zum Beispiel meine Mutter durch die Leberentgiftung bekommen, meine Schwester hat das gemacht, also ganz viele Leute in unserem Umfeld machen das gerade und ich feiere einfach, wie es danach weitergeht, weil die haben danach mehr Kraft als je zuvor und mehr Energie und mehr Motivation und mehr Disziplin vor allem, um endlich mal den Bogen zu kriegen. Und das ist halt auch für die Leute, die gerade Schwierigkeiten haben mit der Ernährung und einfach nicht reinkommen, ist die Leberentgiftung perfekt. Weil, glaube mir, nach der Leberentgiftung wirst du so frei sein von gewissen Sachen, dass du gar keinen Bock mehr haben wirst,
Zucker zu essen, dich voll zu stopfen mit 5 Mahlzeiten am Tag. Ne? Wie gesagt, Leute, es schreiben auch immer wieder, ey, mal sagt der eine Mahlzeit, mal sagt der 2 Mahlzeiten, der widerspricht sich immer wieder, was für ein Spinner. Und die, ich lese ab und zu mal in die Kommentare rein und ich finde das interessant, wie negativ die Menschen sind und wie sie, ich rate jeden immer, also ich selber, ich komme mit einer Mahlzeit gut klar. Ne? Und wenn ich dann mal mehr trainiere oder einen härteren Tag habe wie gestern, dann nehme ich gerne mal eine zweite Mahlzeit zu mir. Ne? Und für die Leute, die wirklich aufbauen wollen, sage ich, okay, gut, dann isst 3 Mahlzeiten. Ne? Aber tu das bitte in ein 8-9-Stunden-Fenster und vor allem ess nach 21 Uhr nicht. Weil, wie Sandra schon gesagt hat, wenn du wirklich wachsen willst, wenn du willst, dass deine Muskeln wachsen, dann brauchst du nicht darauf zu achten, wie viel Kalorien und wie viel Eiweiß du zu dir nimmst, sondern brauchst du auf die Kleinigkeiten achten. Wie trainierst du? Was isst du? Wie schläfst du? Und wie viel Wasser trinkst du? So, das sind so Kleinigkeiten. Und wir haben einen 13-, 12-Jährigen, der baut gerade Muskeln auf mit dem Prinzip. Wir haben 20-Jährige, die bauen Muskeln auf. Und wir haben 70-Jährige, die bauen mit dem Prinzip Muskeln auf. Und das ist halt einfach, wie viele Bodybuilder haben eine kaputte Leber oder eine verfettete Leber. Ne? Also bestimmt sind das über 80%, die mit ihrer Leber richtig Schindluder treiben. Ne? Und ich sage euch eins, dieses Organ ist in der Lage, über viele, viele Jahre unspürbar die Prozesse für dich im Überlebensmodus weiterlaufen zu lassen, bis die Diagnosen kommen. Und wenn dann die Diagnosen kommen, wenn dann im Blut was nachweisbar ist, wenn dann plötzlich Schmerzen auftreten, ne, die dann auch sich in den linken Oberbauch mit übertragen, ne, und auch in den Unterbauch mitgehen, dann kann ich dir sagen, was los ist. Dann ist ein Entzündungsherd in dir drin, der jenseits von Gut und Böse ist. Ne? Dann hast du die Bauchspeicheldrüse befallen, die Milz wird in Mitleidenschaft gezogen, ne? Dein Darm wird in Mitleidenschaft gezogen, der Magen kann es nicht mehr schaffen. Ne? Und das sind ganz, ganz, ganz viele Prozesse, die dann mit einer Rolle spielen. Und dann geht die Odyssee los. Ne? Dann hast du das, was dem einen Spaß macht und der vielleicht darauf hingearbeitet hat, dem anderen nicht, weil du sitzt dann, du gehst von einem Wartezimmer ins nächste. Du wirst von einem Doc zum nächsten geschickt, ne? Und du kriegst eine Pille nach der anderen und dann hast du wieder im Umkehrschluss eine hochgradige Belastung für deine Entgiftungsorgane, weil jedes Medikament, was du reinsteckst, muss auch wieder irgendwie abgebaut werden. Genau. Ne? Und das passiert meistens dann über die Leber wieder. Leber und Niere, das sind die beiden Organe, wo eben diese Sachen abgebaut werden. Ne? Die Nebennieren spielen noch eine große Rolle mit, auch zum Beispiel bei schlechter Ernährung im Bereich Kohlenhydrate, Zucker haben die Nebennieren noch eine richtige krasse Auswirkung oder müssen noch viel mit leisten. Ne? Und das ist schon sehr, sehr spannend. Auch ich finde auch, wenn Menschen nicht nachdenken zum Beispiel, weißt du, du bist unterwegs, du hast Kopfweh, zack, wirfst du ein Ibu. Oder eine Paracetamol. Ne? Du denkst einfach nicht drüber nach. Du packst Chemie da rein, obwohl du vielleicht nur Flüssigkeitsmangel hast. Du hast vielleicht nicht genug getrunken. Ja. Ne? Oder du hast zu lange mit deinen Augen in deinen Bildschirm geschaut. Es gibt ganz einfache Methoden, deine Augen zu entspannen. Ne? Und da eben auch von diesem Bereich wegzukommen und nicht eben immer gleich mit irgendwelchen Sachen. Ne? Das gehört auch zur Entgiftung, Medikamentenrückstände. Ich habe so einen Nerv eingeklemmt gehabt gestern im unteren Rücken, im rechten Po-Bereich. Ne? Und auf jeden Fall habe ich gestern habe ich dann bemerkt, oh, ich habe richtig Rückenschmerzen gehabt, ne? So über der Pobacke. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und es war wirklich schlimm. Und ich denke mal so vor 8 Jahren, 7 Jahren, 6 Jahren, was haben wir, 2024, ja 2017, hätte ich auf jeden Fall morgens direkt auf nüchternen Magen erstmal 2 Ibus. Weißt du? Was haben wir gemacht? Wir sind um 5 Uhr rausgegangen, wir sind erstmal joggen, schön ein paar Läufe und dann haben wir uns da in den Bach hingelegt und haben uns gekillt, trainingsmäßig. Gute Bewegung, Burpee-Bewegung, hoch, Liegestütze, ich habe nichts mehr. Also ich habe gar nichts mehr. Ich habe das nicht mal bemerkt, dass es weg ist. So, und das ist das Ding. Das Problem ist, wir sitzen uns lieber zurück. Und warte mal, mein Neo geht, glaube ich, mit Sheila gerade runter. Wir sitzen uns meistens lieber in die Ecke, ne, anstatt aktiv zu werden. Und das höre ich ganz oft von Leuten. Ja, ich habe Rückenschmerzen, ich bin jetzt erstmal für ein paar Wochen raus. Und verstehe nicht, dass sie dann wirklich raus sind. Und ich habe zweifachen Bandscheibenvorfall gehabt. Das ist das Witzige, was Leute denken manchmal, ich bin ein wirklicher Spinner. Aber verstehen nicht, was ich alles schon an Verletzungen hatte und wie oft ich beim Arzt war, wie oft ich geröntgt worden bin, wie oft ich gemerkt habe, dass der Arzt reinkommt, guckt und ich habe mir gedacht, der hat sich ein Blatt angeguckt, hat sich einmal kurz mein Bein hochgehoben
Und das war's. Wenn es rauskommt, meint er, ja, 6 Wochen erstmal Ruhe, da, und fertig. Und irgendwann habe ich aufgehört. Es war so Mitte 20, weil durch die Profi gerät. Irgendwann habe ich aufgehört, zum Arzt zu gehen. Gebrochene Hand. Ich wusste, okay, die ist gebrochen. Was soll ich machen? Die Saison geht ja weiter und fertig. Verstehst du? Gebrochene Finger. Was soll ich machen? Ein Arzt hätte mir da gar nicht helfen können, weil ich mitten in der Saison war. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, die wollen einem nur Medikamente geben. Meine Schambeinentzündung. Weißt du, was mir geraten worden ist? 4 bis 6 Wochen Ibuprofen durchgehend hochdosieren, weil das die Entzündung rausnimmt. Und ich habe auch tatsächlich 1 Woche genommen und habe dann gemerkt, ey, das wird mir gar nichts bringen, die Ibuprofen. Ich finde das so, ich muss mich so drüber. Eigentlich möchte ich mich aufregen, aber ich will mich auch nicht aufregen. Es ist echt krass, weil wenn an deinem Körper irgendwo Schmerzen auftreten, was glaubst du, was dein Körper dir sagen will? Ja, hallo. Du machst irgendwas Genau. machst du gerade falsch. Und Richtig. da wirst du nicht mit einer Pille lösen. Ne? Ne, du löst mit der Pille, die Schmerzen gehen weg. Ja, juhu. Aber doch nicht das, woher das kommt. Ne, Richtig. das heißt, wenn du, ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall, einen krassen Bandscheibenvorfall, und ich habe das alles, also mich wollten sie auch operieren, ne, und all die lustigen Dinge und auch Schmerzmedikamente und Cortison drauf spritzen und was weiß ich nicht. Ich habe das alles abgelehnt und ich habe wirklich hier teilweise, bin ich hier gewesen, mir hat der Schmerz die Tränen in die Augen getrieben. Genau, ich So kenne sehr das. tat das weh. Und ich bin dann in die Reha, ne, und habe Reha-Sport gemacht und bin immer richtig da drauf. Also das hat mir, ich habe wirklich auch geweint dabei, ne? Und ich bin aber an die Ursache. Das hat eine Ursache, ne? Klar. Und wenn ich keine Muskulatur habe an meinem Rückgrat, ne, um das zu stabilisieren, dann habe ich natürlich, ich habe einen Job gemacht, wo ich viel tragen musste, ne? Und wenn ich keine Muskulatur habe, um das abzusäfen, dann passieren mir solche Dinge. Das heißt, Leute, ihr müsst einfach von einem anderen Ansatz rangehen. Ihr müsst sagen, okay, ich muss meinem Körper das bieten, was er braucht, um das zu tun, was er machen muss. Ne? Genau. Und dazu gehört eben einiges. Ne? Genau. Das ist nicht nur eben damit abgetan, dass ich mir denke, okay, ich muss essen. Ne? Richtig, Du richtig. musst gucken, was du isst, du musst gucken, wie du deinen Körper bewegst und wie du ihn wirklich auch optimal trainierst, damit du den Gegebenheiten des Alltages standhalten kannst, ne? Dass du eben auch ein gesunder alter Mensch werden Und kannst. vor allem musst du phasenweise mal entgiften, ob es mal kurz für einen Monat ketogen sich zu ernähren ist oder ob du einfach mal für 6 bis 8 Wochen Intermittent Fasting machst oder ob du alle paar Wochen einen extremen Heilfasten machst. Also wir haben halt so viele Möglichkeiten, um zu entgiften, da muss man halt nur ins Handeln kommen. So, ne? Und wie gesagt, wir bieten euch das gerne an. Wir haben auch limitierte Plätze. Das wird jetzt wahrscheinlich auch die letzten Gänge sein, die so persönlich mit uns sein werden, weil wir bauen gerade eine komplette Community auf, also sag ich mal, eine Community, wo man dann diese Kurse in einer Mediathek bekommt und das dann ganz entspannt durchmachen kann. Das heißt, wenn ihr bei den letzten Kursen dabei wenn ihr bei den letzten Kursen dabei sein wollt, dann meldet euch direkt an. Wir werden einmal hier eine E-Mail-Adresse einblenden und einmal Sandras Instagram dringend anmelden, damit ihr diesen Entgiftungsprozess anfangen könnt. Das ist super, super wichtig für euch. Irgendwo musst du anfangen und das, was am meisten gerade belastet ist bei uns allen, ist die Leber. Das ist ohne. Denk drüber nach, die Impfung als Kind, dann hast du Antibiotikum schon mal bekommen, jeder von uns. Das sind alles Sachen, dann 91% der Deutschen trinken Alkohol. Das heißt, das schon mal ist super Belastung für dich. 99% der Deutschen essen verarbeitete Lebensmittel. Super schlecht. Killer Nummer 1 auf der Welt gerade sind nicht mehr Zigaretten, ist nicht mehr Alkohol, sondern ist Fast Food, verarbeitete Lebensmittel. Bleib weg von Fast Food, wenn du ein gesundes, normales Leben haben möchtest. Also Leute, meldet euch an. Ich und Sandra und Silvi und das Energy Health Team werden euch begleiten in einer Telegram-Gruppe, wo wir täglich mit euch Kontakt haben. Es gibt sogar Zoom-Calls. Super, super viel Einsatz von unserem Energy Health Team, wofür ich auch dankbar bin. Sandra, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du das alles mit uns durchziehst.
Danke, dass wir es gemeinsam durchziehen. Ne? Das ist wichtig, damit rauszugehen, dass genau. Die Menschen es überhaupt erstmal wissen. Ich würde noch zwei Sachen gerne ergänzen. Umweltgifte, ne? Also alles, was aus der Umwelt auf dich einströmt, alles, was du einatmest, was über die Haut kommt, ne? Oder eben, was du auch mit Kosmetika mit deinem Körper machst. Und das sind alles Dinge, die irgendwann wieder raus müssen. Also mach es, starte damit und tu dir was Gutes. Genau. Ich kann dir versprechen, du wirst dir Lebensjahre zurückholen, von denen du gar nicht weißt, dass du sie verloren hattest. Also bei mir, ich sehe es ja. Die Leute, ich blende es nochmal ein, mit 25 sah ich so aus, mit 37 so. Also Leute, schnapp zu, kommt da, vor allem wenn du in der Großstadt lebst. Leute, ich komme selber aus der Großstadt. Die Luft ist ganz anders. Du bist die ganze Zeit nur am Abgase einatmen und gerade was deine Leber macht. Pump, 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 pump. Ganze Zeit raus damit, ne? Deshalb, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Ich freue mich, teilt das Video und vor allem holt euch das Villenorg-Buch. 90 Tage, die euer Leben verändern werden. Ich werde hier nochmal einen Trailer einblenden zum Schluss. Wir sehen uns. Bis dann. Ahoi. They said I changed a lot. And I said a lot changed me.